Guten Morgen, Leute. Ich soll besser mal sagen, guten Mittag. Wir sind jetzt nämlich also um 14:30 Uhr aufgestanden. Jetzt ist es 15 Uhr. Also wir waren heute Morgen kurz wach zum Frühstücken. Uns ging es gestern nicht mehr ganz so gut. Wir waren ja in dem Wasserpark und das Problem war, dass es da halt richtig, richtig heiß war. Und auf der Heimfahrt habe ich halt gemerkt, wie schlecht es mir geht. Ich hatte richtig starke Kopfschmerzen. Mir war extrem schlecht. Ich konnte eigentlich so gut wie gar nichts mehr essen. Habe mich gleich schlafen gelegt. Dann sind wir heute Morgen kurz aufgestanden zum Frühstück und haben weiter geschlafen bis 14:30 Uhr. Jetzt haben wir gedacht, wir gehen jetzt heute noch zum Tanah Lot Tempel. Also wir haben uns jetzt ein Uber bestellt. Und ja, schauen wir mal, wie es da so ist, oder? Korrektur, mir ging es gestern super. Nee, Quatsch, war müde halt. Ja, stimmt, also mir ging es nicht so gut. Der arme Mario musste sogar noch Pizza holen gehen, weil ich konnte mich noch nicht mal irgendwo hinsetzen und irgendwas essen. Ich musste einfach nur ins Hotel, musste ins Bett liegen. Aber davon geht es mir jetzt wieder richtig gut. Ich hatte echt schon Angst, dass ich einen mega Sonnenstich bekomme, aber Gott sei Dank nicht. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Tempel und ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon mal gesagt habe, wie krass hier der Verkehr ist. Also wirklich, es ist so wahnsinnig viel los. Man braucht echt für 10 Kilometer Fahrt teilweise über eine Stunde. Wirklich krass. Also Verkehrsregel gibt es so richtige keine. Jeder fährt einfach, wie er will. Ja, und es ist echt anstrengend, weil man kann sich eigentlich nicht mehr als 2, maximal 3 Sachen pro Tag vornehmen, weil halt einfach so viel Zeit auf der Straße liegen bleibt. Ja, ich bin echt mal gespannt, wann wir da sind. Wir sind ja heute relativ spät losgefahren, weil wir ewig geschlafen haben. Und wir dachten eigentlich, dass wir noch vor Sonnenaufgang zurück im Hotel sind, weil wir eigentlich bei uns auf dem Rooftop wollten wir eigentlich den Sonnenaufgang aufnehmen, aber ganz ehrlich, Sonnenuntergang aufnehmen, sorry, aber ganz ehrlich, ich glaube, das wird nix. Es wird nix. Wobei, wenn wir Glück haben, sind wir zum Sonnenaufgang wieder zu Hause. Von dem her. Nee, also ich glaube, das wird echt nichts. Das müssen wir dann morgen machen und dann müssen wir morgen echt nach dem Frühstück gleich losfahren, weil ja, ich hätte echt nicht gedacht, dass hier so viel Verkehr ist. Krass. Wir sind jetzt am Tanah Lot Tempel angekommen und schaut mal, wie touristisch es ist. Ich zeige euch das gleich mal. Die haben hier überall lauter so Gassen mit Souvenirshops. Also wirklich richtig touristisch. Ich habe es mir schon touristisch vorgestellt, aber nicht so extrem. Richtig krass. Guckt mal. Das war jetzt gerade wirklich nur eine Straße, die jetzt zum Tanah Lot führt und da gibt es wirklich lauter, ich glaube, es gibt insgesamt 5 oder 6 solche Gassen, die wirklich komplett voll sind mit Cafés und Souvenirshops und so weiter. Also, ja, krass. Ich will nicht wissen, wie es in der Hauptsaison hier abgeht, wenn es in der Nebensaison schon so aussieht. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal rein und dann schauen wir mal, wie es drin so aussieht. Schwitzi, schwitzi. Das war es jetzt auch schon vom Tanah Lot Tempel und auch von unserem heutigen Tag. Bei uns geht heute nicht mehr so viel. Wir waren jetzt noch gerade im Pool und gehen jetzt noch aufs Rooftop bei uns auf dem Hotel hoch. Und was ich euch noch zeigen wollte, war der Fahrplan von dem Kura Kura Bus. Den zeige ich euch gleich mal. So. Okay, und hier könnt ihr sehen, dass der Bus wirklich einen großen Teil der Insel abfährt. Das sind verschiedene Linien, man sieht es an den unterschiedlichen Farben. Man kann bei verschiedenen Stationen umsteigen in die Linien, zum Beispiel hier. Genau, oder hier kann man auch in die verschiedenen Linien einsteigen. Genau, und ein einzelnes Busticket kostet, je nachdem welche Linie ihr benutzt, zwischen 20.000 und 80.000 Rupiah. Oder ihr nehmt, wie wir, ein 3-Tages-Ticket für 150.000 Rupiah oder ein 5-Tages-Ticket, war es, glaube ich, ja genau, 5-Tages-Ticket für 250.000 Rupiah. Jetzt zeige ich euch mal noch den Busfahrplan. Genau, also nach dem Fahrplan müsst ihr euch eigentlich überhaupt nicht richten. Hier steht immer drauf, wann der erste und wann der letzte Bus fährt und in welchem Abstand er fährt. Also hier zum Beispiel steht drauf, Haltestelle zum Beispiel Beachwalk, erster Bus 8.32 Uhr und dann fährt der Bus alle 30 Minuten ab. Der Bus fährt alle 30 Minuten, aber haltet euch nicht an diesen Fahrplan, also der stimmt nicht. Ich habe mir die App runtergeladen von dem Bus und es ist so, dass in der App, wenn man auf eine Haltestelle klickt, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier drauf klicke, dann wird mir angezeigt, wie weit der Bus noch entfernt ist. Also da steht dann zum Beispiel drauf 1,2 Kilometer und dann kann man sich in etwa ausrechnen, wie lange der Bus noch braucht. Genau, also ich finde, es ist eine ganz günstige Möglichkeit, hier auf der Insel rumzukommen und für die Sachen, die ein bisschen weiter entfernt sind, wie jetzt gerade der Tanah Lot Tempel, da kann man dann einfach ein Taxi, Uber oder ein Go-Jek zum Beispiel nehmen. Genau, wie gesagt, das war es jetzt auch von uns heute. Was wir morgen machen, wissen wir noch gar nicht so ganz genau. Da lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall sehen wir uns morgen. Bis dann, gute Nacht.